Liebe Bürgerinnen und Bürger, aufgrund der aktuellen finanziellen Lage des Bundes hat die Regierung beschlossen, dass ab dem 1. Januar Pfandflaschen besteuert werden. Alle Abgabestellen für Pfandflaschen, wie beispielsweise Supermärkte, werden ab dem neuen Jahr verpflichtet, bei allen Personen, welche Pfandflaschen abgeben, die Personalien festzustellen. Ja, dies wird in den meisten Fällen über Ausweisscanner vor Ort erfolgen. Beim Kauf eines Getränkes in einer Pfandflasche ist zukünftig darauf zu achten, dass der Kaufbeleg aufgehoben werden muss. Alle Kaufbelege, welche Pfand beinhalten, müssen zwingend in der Jahressteuererklärung aufgeführt werden. Erfolgt dies nicht, so werden Abgaben auf die zurückgebrachten Pfandflaschen, die sogenannte Pfandflaschensteuer, fällig. Die Frage, warum ist das so? Und über die vergangenen Jahre wurden Pfandflaschen, insbesondere von Rentnerinnen und Rentnern, gesammelt und verkauft. Dabei sind bei diesen Personen Einnahmen entstanden. In den meisten Fällen wurde allerdings unterlassen, diesen Pfand als Einnahme an die Finanzbehörden zu deklarieren. Entsprechend haben wir die Pfandflaschensteuer eingeführt. Pfandeinnahmen über 5.000 Euro im Jahr führen zu einer Gewerbeanmeldungspflicht und sind automatisch umsatzsteuerpflichtig. Auf diese Weise führen sie zu mehr Gerechtigkeit in den Sozialsystemen. Gleichwohl können wir durch diese zusätzlichen Steuereinnahmen, die Erhöhung des Bürgergeldes und die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete gegenfinanzieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Zu unfreiwilligen Testobjekten wurden Hunderttausende von US-Bürgern. Aus Flugzeugen sprühte man angeblich unschädliche Chemikalien im flächendeckenden Großeinsatz über amerikanischen Städten aus, deren klimatische Bedingungen denen sowjetischer Städte entsprachen. Wie zum Beispiel Minneapolis. Dort ist es im Winter fast so kalt wie in Moskau. Deshalb bombardierte die Army die Millionenstadt 3 Monate lang mit Zink-Cadmium-Sulfid. Man wollte herausfinden, wie sich Bakterien verbreiten, wie sie überleben und wie weit sie vom Wind getrieben werden. Zink-Cadmium-Sulfid wurde benutzt, weil es sich ähnlich verhält wie die biologischen und chemischen Kampfstoffe, die im Kriegsfall eingesetzt werden sollten. Der Winter 1953 sollte der Winter des rosaroten Schnees werden. 3 Monate lang fuhren Spezialtrucks der Army gezielt durch Minneapolis. Hauptangriffsgebiet war die Clinton-Schule. Der Gegner, Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse. Jeden Tag wurden sie auf Rückstände untersucht. Warum, wurde ihren Eltern nie gesagt. Carol Thomas war 5 Jahre alt, als die Army-Wissenschaftler in ihre Schule kamen. Ihr ältester Sohn ist mongoloid. Der zweite Sohn hat einen IQ von 13 und ihr jüngster ist schwer lernbehindert. Dabei hat sie noch Glück gehabt. Beinahe die Hälfte ihrer Klassenkameraden sind tot. Die anderen entweder krebskrank, steril oder sie haben schwerbehinderte Kinder. Wir waren doch noch kleine Kinder. Unser Verbrechen war es, dass wir diese Schule besucht haben. Ein paar Männer an der Spitze haben über unser Leben entschieden. Sie hatten der Stadt versprochen, sich um Gesundheitsschäden zu kümmern. Doch nach 40 Jahren streiten sie immer noch alles ab oder sagen nur die halbe Wahrheit. Mehr als 4 Jahrzehnte lang bombardierte die Army flächendeckend das eigene Land mit Giften, von denen sie selbst nicht genau wusste, wie gefährlich sie waren. Bevorzugt waren Metropolen mit besonders hoher Bevölkerungsdichte. Schließlich wollte man wissen, ob man unbemerkt auch ganze Städte mit Viren oder Chemikalien verseuchen konnte. Jedes Detail wurde erfasst, registriert und katalogisiert. So wurde die eigene Bevölkerung zum Testobjekt für die Dr. Seltsams aus den Forschungslabors von Armee und Geheimdienst und ihre deutschen Berater, die ihr Handwerk in der Zeit des Zyklon B gelernt hatten. Damals hatte man ja kaum Ahnung von den möglichen Schäden. 1953 galt die Regierung der Vereinigten Staaten noch als frei von jedem Sündenfall. Wenn die Regierung dem Volk etwas sagte, dann hieß es, das muss schon stimmen, denn die Regierung ist allwissend. 1968, passend zum Vietnamkrieg, wurde das Nervengift VX in einem Freilandversuch im Bundesstaat Utah getestet. Tödliche Dosis bei Menschen 0,4 Milligramm. Es traf eine Schafherde. 6.400 Tiere kamen dabei ums Leben. Erst nach 14 Monaten gestand die Army, der Sprühtank war defekt. Die gute Nachricht, Menschen seien bei diesem Test nie in Gefahr gewesen. When you say integration, it comes under intermarriage too, right? All right. Been together. Right, sure. And I'm sure no intelligent white person watching this show, no intelligent white man in his or her right white mind
want black boys and black girls marrying their white sons and daughters, and in return introducing their grandchildren as half-brown, kinky-haired black people. I wouldn't object to that. Well, you wouldn't, but a lot of them would. Well, I'm sure a lot of people would. No, is this the point? What I'm trying to say is this. And you don't have it. You say you don't, but you don't have it. You really ain't going to have it. You're on the show, and you got to say that. No, that's not true. Why would you want to do that? Because I don't think I'm any different from you, you see. Yeah, we're much different. I mean, I think society's made us different. You know we're different. We're all together. But society's different. Made us different. No, not society. God made us different. No, we're just human beings. He made all of us. Listen, blue birds fly with blue birds. Red birds want to be with red birds. Listen. Tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons. Well, we should have more. They don't have intelligence, but yet no. They stay together. We should have more intelligence than them, right? Buzzards are with buzzards. Yeah. Buzzards are with buzzards. Bluebirds are with bluebirds. They all are birds, but they got different cultures. The eagles like to hang out in the mountains. The buzzard like to fly around the desert. Well, the bluebird like to fly around the trees and the grass. There'd be certain problems, a buzzard mating with a sparrow, wouldn't there? What? There'd be certain... Right. And we have the problems, too. I don't see no black and white couples in England or America walking around proud holding their children. That's because society... And going out. That's society's fault. I mean, we've got to educate people around it. Life is too short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. I have no trouble. And I ain't that much in love with no woman to go through all that hell. Ain't no one woman that good. You understand? I understand, yeah. I understand. I think it's sad that it ain't sad because I want my child to look like me. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. Chinese love Chinese. They love the little slanted-eyed, pretty brown-skinned babies. Pakistanis love their culture. Jewish people love their culture. A lot of Catholics don't want to marry them with Catholics. They want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You're a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were. I think that's a philosophy of despair. Despair? I really do. It ain't no despair. Yeah. Number one, I'll tell you something. Listen, no woman on this whole earth, not even a black woman in Muslim countries, can please me and cook for me and socialize and talk to me like my American black woman. No woman, at last, is a white woman. Can really identify with me and my feelings and the way I act and the way I talk. And you can't take no Chinese man and give him no Puerto Rican woman and holler about we're in love and you emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's going to hear some Puerto Rican music, he's going to hear some Chinese music, and they're going to be clashing all the time. It's just nature. You can do what you want, but it's nature to want to be with your own. I want to be with my own. I love my people.